Leopoldina ist sehr gefragt. Wo immer man sie trifft, ist sie der Mittelpunkt. Die 47-Jährige ist eine von 10 guten Nachbarn der armen Siedlung Trevo in der Nähe der mosambikanischen Hauptstadt Maputo. Für die Bewohner von Trevo ist die siebenfache Mutter eine Art Rettungsanker, Helferin in der Not und als Ansprechpartnerin für alle möglichen Probleme fast allzeit erreichbar. Leopoldina vermittelt zwischen ihren Nachbarn und staatlichen Stellen wie Schule, Polizei und Krankenhaus. Zum Beispiel, wenn es um häusliche Gewalt geht oder um Schulabbrecher. Hauptsächlich brechen Kinder die Schule ab, weil sie nichts zu essen, keine Schulmaterialien und Schuhe haben. Auch keinen Schulrucksack. In der Schule werden sie gehänselt, weil sie nicht die Sachen haben, die die anderen haben. Dadurch fühlen sie sich minderwertig und gehen dann lieber gar nicht zur Schule. Ich versuche sie davon zu überzeugen, dass Kleidung nicht das Wichtigste ist, um in die Schule zu gehen. Rodriguez ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Hilfe von Leopoldina viel bewirkt. Der 12-Jährige hatte die Schule abgebrochen, klaute und prügelte sich mit Jugendlichen verschiedener Gangs auf der Straße. Sein Vater hatte die Familie schon früh verlassen, seine Mutter ist gestorben. Rodriguez kam bei Verwandten unter, die aber nichts gegen sein gewalttätiges Auftreten unternahmen. Leopoldina half den Jungen wieder in die Schule zu integrieren. Viele Gespräche und Besuche der Familie und in der Schule waren nötig, bevor Rodriguez sein Verhalten grundlegend änderte und von seiner neuen Familie nicht mehr als hoffnungsloser Fall gesehen wurde. Heute hilft er im Haushalt mit und ist einer der besten Schüler. Mir geht es jetzt besser, weil ich mit Leopoldina sprechen kann, wenn etwas Schlechtes passiert ist oder ich reden möchte. Außerdem habe ich jetzt selbst schon mehrere Kinder von der Straße geholt und bin mit ihnen ins Gefängnis gegangen, um sie davor zu warnen, was passiert, wenn sie klauen oder sich prügeln. Die Idee zum Projekt der guten Nachbarn hatte Marcelinha Chai Chai, Direktorin der Organisation Capache, die von Terre des Hommes unterstützt wird. Die Organisation bildet Freiwillige im Umgang mit Problemen aus und hilft herauszufinden, welche staatlichen Stellen Ansprechpartner sind. Geld bekommen weder Leopoldina noch die anderen Freiwilligen, die als gute Nachbarn in ihren jeweiligen Vierteln helfen. Lediglich für Transportwege und Schulmaterialien steht Geld zur Verfügung. Wir haben dieses Projekt gestartet, um die Leute in der Gemeinde stark und unabhängig zu machen. Wenn die Gemeinde ihre Probleme selber lösen kann, dann ist das der richtige Weg. Leopoldina ist die Vorsitzende von insgesamt 10 Aktivisten und nicht nur in ihrem Viertel sehr geschätzt. Dieser Respekt und das, was Leopoldina und ihre Mitstreiter für das Zusammenleben ihrer Gemeinden leisten, sind mit Geld kaum zu bezahlen. Für die Kinder wünscht sich Leopoldina mehr finanzielle Unterstützung. Denn viele Familien können sich nicht genug Essen leisten. Und dagegen ist auch die engagierte Mutter machtlos.